So. Bin ich wieder da? Ja. Jo. Dann muss man inzwischen sagen, dass kapazitive Sensoren auch die Grundlage sind für eine ganze Reihe unterschiedlicher stofferkennender Sensoren. Also Sensoren, mit denen man Gas- oder Flüssigkeitskonzentrationen messen kann. Also kapazitive Sensoren sind Grundlage für stofferkennende Sensoren. Und ich will hier nur ein Beispiel nennen. Ein Feuchtesensor. Der ist auch auf dieser Abbildung 32 dargestellt. Und in der Abbildung 32 ist er auf folgende Weise dargestellt. Man hat ein festes Substrat. Und auf dem Substrat, das male ich jetzt mal in Rot, befindet sich eine massive Elektrode. Also da mal eine Elektrode. Auf diese Elektrode wird jetzt ein Dielektrikum aufgebracht, und zwar ein, wie es dann so schön heißt, ein hygroskopisches poröses Dielektrikum. Also porös heißt ja, dass da alle möglichen Löcher, kleinen Löcher auch noch drin sind. So, und der Trick dabei ist dann, dass ich hier in diesem Dielektrikum Feuchtigkeit einlagert, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Und man kann sich das leicht vorstellen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann wird sich hier viel Feuchtigkeit anlagern. Und wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, dann wird sich hier wenig Luftfeuchtigkeit oder wenig Wasser anlagern. Wasser hat nur eine relativ hohe Dielektrizitätskonstante. Das YR von Wasser ist 81. Das heißt, wenn sie jetzt hier Wasser niederschlägt und das Wasser hat eine Dielektrizitätskonstante von 81, dann wird der Wassergehalt den Dielektrizitätswert von diesem porösen Dielektrikum ganz drastisch ändern. Man muss jetzt das Ganze nur noch zu einem Kondensator machen, und so wie es im Skript der Abbildung drin steht, haben sie das so gemacht, dass es hier halt auch noch eine poröse, aber trotzdem elektrisch einheitliche Metallschicht aufgebracht wird, also eine poröse Elektrode, und dann wird letzten Endes hier zwischen die Kapazität gemessen, und die Kapazität, die hängt vom Feuchtigkeitsgehalt des Dielektrikums ab, und der Feuchtigkeitsgehalt des Dielektrikums hängt ab von der relativen Feuchte, und insofern hat man auf die Art und Weise dann einen Feuchtesensor. Also C ist eine Funktion des Wassergehalts im Dielektrikum. Machen wir mal ganz
ganz mathematisch aussehend, also Wassergehalt im Dielektrikum, und der Wassergehalt im Dielektrikum, der hängt ab von der Luftfeuchte. Also wenn man in dieser Sprachregelung redet, die ich in der ersten Stunde mal benutzt habe, dass wir hier so eine Umwandlungskette haben, dann ist die Umwandlungskette halt die, das, was ich gerne messen möchte, ist die Luftfeuchte, also der Wassergehalt in der Luft. Der Wassergehalt in der Luft spiegelt sich aber dann wieder im Wassergehalt im Dielektrikum, und der Wassergehalt im Dielektrikum beeinflusst die Kapazität, und die Kapazität ist eine elektrische Größe, die können wir elektrisch messen, und insofern ist das ein Sensor. Eine andere Geometrie, oder gelehrter ausgedrückt, eine alternative Geometrie, man könnte planare Elektroden verwenden. Ich kann das so schlecht malen. Machen wir mal eine Draufsicht. Also was ich da anbieten würde, wäre eine Elektrodenstruktur, die folgendermaßen aussieht. Die nennen sich dann Interdigitalelektroden. Das heißt, zack, zack, zack. Das ist die eine Elektrode. Und die zweite Elektrode, die greift jetzt wie so Finger in die erste Struktur hinein. So, dann ist das Ganze so aussehend halt auch ein Kondensator. Ich kann jetzt eine Kapazität messen von hier nach da. Und die Kapazität hängt aber davon ab, was für ein Dielektrikum da drauf liegt. Die wird halt mit hygroskopischem, also mit einem wasserliebenden, mit einem wasseranziehenden Dielektrikum belegt, wird mit hygroskopischem Dielektrikum. Beschichtet. So, und je nachdem, was für ein Dielektrikum man jetzt hier drauf fabriziert, ob das jetzt ein hygroskopisches, also ein wasseranziehendes Dielektrikum ist, oder ein Dielektrikum, das bestimmte Gase anzieht oder andere Stoffe anzieht, dann kann man mit dem Material, was man als Dielektrikum hier rauf gibt, kann man dann entscheiden, welche Konzentrationen, welche Materialien detektiert werden sollen. So, und auch die kapazitive Sensorik hat ganz massiv zugelegt durch die Mikrostrukturtechnik, also durch die Möglichkeiten, ganz, ganz kleine Strukturen in Silizium oder in anderen Materialien zu erzeugen. Also kapazitive Sensoren in Mikrostrukturtechnik, und ich fürchte, den Ausdruck Mikrostrukturtechnik werde ich noch häufiger verwenden, deswegen kürze ich den jetzt einmal mit MST ab. Also kapazitive Sensoren in Mikrostrukturtechnik, oft zur Messung von Abständen oder Verschiebungen. Beispiel Abbildung 35 im Skript.
So, hier sehen Sie jetzt eine Struktur und wie die erzeugt wird, darauf werde ich ja dann im nächsten bzw. übernächsten Kapitel auch eingehen, wenn wir uns mit Herstellverfahren so ein kleines bisschen beschäftigen. Was man jetzt hier sieht, ist in dieser Mikrostrukturtechnik in Silizium eine Struktur, bei der sozusagen hier ein fester Rahmen existiert. An diesem festen Rahmen ist durch geeignetes Ätzen, also an diesem festen Rahmen aus Silizium, ist dann durch entsprechendes Ätzen hier innen drin dieser Balken erzeugt worden. Und dieser Balken hängt hier an ganz dünnen Brücken. Diese ganze Struktur wird, wie gesagt, durch ganz geschicktes Ätzen erzeugt. Und es hängt also dieser schwere Balken hängt an diesen vier Aufhängebrücken. Diese Struktur aus Silizium wird dann aufgebondet, das ist so eine Art von chemischem Aufkleben oder elektrischem Aufkleben, also wird fest hier mit einer Unterlage verbunden und die Unterlage könnte beispielsweise Quarz oder Glas oder etwas sein. Und darauf befindet sich hier in Gelb eine Metallschicht, also eine Elektrode. Dann wird jetzt diese Unterseite als Elektrode benutzt und hier die gelbe Schicht wird als Elektrode benutzt. Und insofern steht sich jetzt also hier dieser Balken mit seiner Unterseite und die Elektrode mit der gelben Elektrode, die beiden stehen sich jetzt gegenüber und bilden eine Kapazität. Die Kapazität, die kann man messen. Wenn jetzt dieses ganze Gebilde beispielsweise in die Richtung beschleunigt wird, dann hängt jetzt hier sozusagen eine schwere Masse, also in absoluten Werten ausgedrückt ist sie wahrscheinlich nicht besonders schwer, aber in den Größenordnungen der Mikrostrukturtechnik kann man von einer schweren Masse reden, wird also jetzt der Rahmen in die Richtung nach oben bewegt, die schwere Masse ist aber träge, das heißt, die wird sich nicht so schnell nach oben bewegen und die wird also letzten Endes nach unten bewegen. Und das heißt, der Abstand hier wird kleiner. Wie stark sie sich nach unten bewegt, wie stark sich der Abstand ändert, hängt natürlich davon ab, welche Federkonstanten jetzt hier diese Siliziumbrücken haben. Und die Mikrostrukturtechnik, Technologinnen und Technologen, die haben also die mechanischen Eigenschaften von Silizium, also mit extrem hoher Genauigkeit und mit ganz viel Aufwand vermessen. Das heißt, da weiß man also sehr, sehr, sehr gut darüber Bescheid. Und was also jetzt passiert ist, wir haben hier diese Masse und der Abstand hängt jetzt davon ab, wie schnell dieses Gebilde in diese oder in die andere Richtung beschleunigt wird. Damit ist das Ganze ein Beschleunigungssensor und wir messen Beschleunigung sozusagen in dieser Richtung. Und wie messen wir die Beschleunigung? Ja, die Beschleunigung erzeugt hier eine Kraft. Die Kraft wirkt auf diese Masse. Die Masse wird über die Federkonstanten dann mehr oder weniger weit ausgelenkt und die Auslenkung, die kann ich dann über diese Abstandsmessung hier bestimmen. Das heißt, kapazitiv messe ich den Abstand und der Abstand hängt von der Beschleunigung ab, mit der das ganze Ding bewegt wird. Und insofern haben wir dann also auf die Art und Weise einen mikrostrukturtechnischen Beschleunigungssensor. Ein REM-Bild von dem derartigen Ding sehen Sie hier. Und wenn man jetzt genau hinschaut, glaube ich, dass der Abstand von da nach da, der ist 100 Mikrometer. Das heißt, das ganze Ding ist vielleicht einen halben Millimeter mal einen halben Millimeter groß. So, damit haben wir einen kapazitiven Beschleunigungssensor. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Geometrien, um Beschleunigungssensoren aufzubauen. Geometrien, mit denen nicht die Beschleunigung in diese Richtung gemessen wird, sondern eine Beschleunigung in dieser Richtung gemessen wird. Aber das sind dann Beispiele, die werden wir uns dann auch bei der Technologieteil der Vorlesung dann noch ein kleines bisschen anschauen. Zum Abschluss will ich noch einen weiteren kapazitiven Sensor vorstellen. Ups. Und zwar auch einen Sensor, der in Mikrostrukturtechnik aufgebracht ist. Hier haben wir im Grunde genommen einen Sensor, der so aufgebaut ist, wie ich das am Anfang ganz primitiv
gezeigt habe. Also zwei Elektroden stehen sich nicht so gegenüber, sondern die stehen sich so gegenüber. Und die beiden Elektroden sind ja nicht alleine, sondern da kommen jetzt ganz viele, die hier in einer Reihe angeordnet sind. Und das Ganze in Mikrostrukturtechnik, sodass die Elektroden halt eine Seitenlänge haben von, was schätzt ihr mal, vielleicht 100 Mikrometer oder so. Das heißt, man bringt also jetzt auf Silizium beispielsweise eine Vielzahl von Elektroden in einer Reihe nebeneinander unter und misst jetzt die Kapazität zwischen zwei von diesen Elektroden. Man misst also jetzt die Kapazität von der Elektrode zu der Elektrode hier. Von der Elektrode zu dieser Elektrode. Und jetzt kommt jemand her und legt seinen Finger drauf. Und der Finger hat ja bekanntermaßen hier so eine Fingerabdruckstruktur. Und wenn jetzt hier diese Riefenstruktur, diese Rillenstruktur, die wir auf dem Finger drauf haben, wenn die jetzt hier auf dem Sensor vergrößert dargestellt wird, dann haben wir hier diese Täler und Hügel von unserer Fingerstruktur. Und das heißt, die Elektroden, die wir hier haben, die haben entweder sozusagen ein Stück Haut direkt vor sich oder die haben das Stück Haut, die haben den Finger erst in einem bestimmten Abstand. Und das heißt, die Kapazität von einer zur nächsten Elektrode hängt davon ab, ob jetzt der Finger mit einer Erhebung oder mit einer Vertiefung vorliegt. Und das heißt, wenn ich jetzt die Kapazität von einem zum nächsten einmal abfrage, dann hängt die Kapazität halt vom Abstand sozusagen zur Haut ab. Und ich kann auf die Art und Weise in dieser Richtung die Fingerabdruckstruktur abtasten. Das wird also jetzt ein Fingerabdrucksensor. Und wenn man den sozusagen nur in einer Zeile aufbaut, dann muss man halt mit dem Finger sozusagen so rüberziehen, um ein komplettes Abbildbild des Fingers zu bekommen. Wenn man es aber schafft, diese Elektrodenstruktur sozusagen flächig unterzubringen, dann kann man einfach, indem man den Finger auflegt, halt gleich das Fingerabdruckbild auf die Art und Weise erzeugen. Das heißt also, wir erzeugen hier mit diesem sozusagen ganz simplen kapazitiven Prinzip, zwei Elektroden stehen sich nicht so gegenüber, sondern die liegen so in einer Ebene und der Raum vor diesen beiden Elektroden wird jetzt mit einem Material belegt oder eben nicht mit einem Material belegt oder Material ist nah dran, Material ist weiter weg. Dann können wir auf die Art und Weise halt diese Materialstruktur abtasten und bekommen dann ein Bild. Und das ist also auf der einen Seite ein ausgesprochen simples Prinzip, aber dieses simple Prinzip kann eben durch die Mikrostrukturtechnik höchst intelligent verkleinert werden und höchst intelligent angewendet werden. Und auf die Art und Weise kann man dann eben solche Fingerabdrucksensoren dann aufbauen. Sehen also diese kapazitiven Sensoren, weil dieses kapazitive Prinzip ist also tatsächlich ein ausgesprochen vielseitiges. Und das ist ein ausgesprochen vielseitiges Prinzip und von daher werden wir dazu so ein paar einfache Anwendungen uns dann auch in der Übung dann entsprechend anschauen. Ja, so viel zu der kapazitiven Sensorik. Genau, so viel zu der kapazitiven Sensorik und dann kommen wir in dem nächsten Film zu den letzten Bauteilen der Elektrotechnik, der einfachen Bauteile der Elektrotechnik, die sensorisch ausgenutzt werden, nämlich zu induktiven Sensoren. Aber dazu machen wir einen neuen Film.